Füllwörter ist das eine. Zusatz zu den Wörtern ist auch eine Variante. Zum Beispiel ausgefranst. Was sind Fransen für dich, wenn etwas so ausschaut wie diese Jacke hier? Ist das total in, total hip, out? Was ist es für dich? Das Bewusstsein, dass ich jetzt schon wieder die Brille da hochschieben muss, weil die neue Brille nicht wirklich hält. Das wollte ich nicht sagen. Aber was ist eine Wertung, eine Bewertung? Wo lässt du dich bewerten? Oder wo entscheidest du nicht? Du hast immer eine Wahl. Ich kann diese Jacke jetzt wegschmeißen. Ich kann sie behalten. Ich kann sie in den Schrank reinstopfen, warten, bis es wieder total hip und modern ist. Oder einfach sie anziehen, wenn mir nach ausgefranst ist. Wenn ich mich so präsentieren möchte. Wenn ich so sein will, wie ich bin. Wenn ich nicht einem Label entsprechen muss. Wenn ich nicht an ein Meeting gehen muss, mitten im Sommer, bis da oben zugeschlossen und eine Krawatte. Da tun mir immer alle Männer wahnsinnig leid. Oder die Frauen haben es vielleicht ein bisschen einfacher. In dieser Gruppe mit Kommunikation geht es mehr als reden. Geht es wirklich darum, dass du dich kennenlernst, wo du sein kannst, wie du bist. Und mein Credo geht's zu meinem Motto. Be happy, be different, stay weird. Just like this one. Bis bald. Freue mich auf dich.